Also, das 2 ist im Prinzip dann die Map, die keiner rausgewählt hat, aber auch keiner gewählt hat. So, das Mittelkind. Und wir gehen in die First Round. Apex wollte hochpushen. Was soll? Uzi hat scheinbar einen Headshot gemacht. Und hat die Granate hat ihn dann gefinished. Kali auf kurz. Seine Pistolstärke kann er jetzt unter Beweis stellen. Haut nicht ganz hin. Aber dann kommen die Headshots von Apex und Happy rein. Mitte hat Get Right den Frag gesetzt. Haben sie noch eine Smoke? Nein, keine Smoke gefahren. Also B-Split, beziehungsweise Mitte raus, fällt weg. Deswegen Nip direkt unterwegs Richtung B. Und Apex und Uzi sind schnell da, aber sie nehmen den Spot hier nicht mehr ein. Wollen die vielleicht nichts riskieren? Versuchen sie jetzt zu pushen. Apex hat sich dann irgendwie doch reingewagt. Und Get Right und Forest 1:0 Nip. Schwacher Retake von LDC, haben entweder zu langsam oder zu schnell reagiert, je nachdem. Um den Spot direkt einzunehmen. Ich war da ganz überrascht, dass ihn die Nate ausgeschaltet hat. Ja, wiederholt Nip die Unterzahlsituation. Das war nicht optimal gespielt von LDC. Ja, jetzt habe ich die Schnauze voll. Ich mache es jetzt persönlich. Geht mir auf den Nerv. So, Nip ist unterwegs Richtung B. Meine lieben Mods, wenn jemand... Ja, ruhig mal gerne ein bisschen weg. Kali von kurz. Und auch Maniac hat da Forest fast mitgenommen. Nochmal Kali. Und Apex. Und nochmal Apex. Starke Shots. Sollte für den Ausgang der Runde keine Rolle mehr spielen, aber auf jeden Fall spielt es eine Rolle. Für die Geldsituation bei Nip. Und wenn sie das gleiche wie eben jetzt mit Waffen nochmal machen, dann kann das gefährlich werden. Happy, oh mein Gott, mit der CZ, was zur Hölle. Die Franzosen wollen scheinbar auf das 2 hier nochmal ordentlich aufdrehen. Haben vielleicht nochmal ein bisschen Deathmatch gespielt oder was weiß ich. Kippt die Runde doch Richtung Nip. Ja, und das trifft's ganz gut da unten. CZ75P. Macht geschrieben mehr Sinn als gesprochen. Tourists win. 3:0 Nip.
Und auf B exist mit dem Frag. Happy wird sein Glück da auch nochmal versuchen mit der Deagle. Kann den Hit nicht setzen. Und die letzten beiden verbleibenden LDLC-Spieler können hier eigentlich nicht mehr viel tun. Versuchen vielleicht noch den einen oder anderen rauszupicken. Natürlich recht, lasst euch nicht verwirren, es steht 1:1. Danke für den Hinweis. Eins zu eins auf Maps, entscheidende dritte Map jetzt. Und Nip führt 4:0, aber es ist Terrorseite und im Endeffekt waren es bisher nur 2 Runden. Terrorists win. Schon richtig gezielt, aber zu früh geschossen. Und kurz offensiv ist es Apex und er hat direkt nochmal weiter gezielt. Also wäre da noch jemand weitergekommen, dann hätte er es sicherlich nochmal versucht. Und Nip ist lang durch. Wieder ist es Forrest, der so viele wichtige Frags macht. Und Exist stand auf verlorenem Posten. Und das wird jetzt nicht einfach zu verteidigen. Und wir sehen es hier. Getright ist mit Gas und Happy guckt zurück. Gut gedacht von Happy und schön aufgepasst. Wusste, dass Nip hier noch was versuchen muss, dass hier aggressive Moves kaum werden. Aber Forrest und Freeberg verliert das Duell. Und die Bombe piept, aber das reicht locker, wenn er dann das Kit findet. Oh Gott, es reicht nicht. Er hat kein Kit gehabt. Oh. 5:0 für Nip. Ärgerlich für LDLC, haben die Runde eigentlich schön ausgespielt. Vor allen Dingen hervorragend aufgepasst. Da, von kurz von hinten. Da war wirklich, ich glaube Happy war's, war den Gegnern einen Schritt voraus. Und gescheitert ist es im Endeffekt nur daran, dass das Diffuse in die falsche Richtung ging. Und Uzi kann B freihalten. Trotzdem 3 gegen 3. Wir sind in der Situation, dass 2 Spieler auf B drauf sind. Und das heißt für LDLC in Deckung. Freeberg hat sich vernichtet. Das ist schon das zweite Mal heute, dass das passiert. Ich weiß nicht mal, wie es passiert ist. Wo ist er denn runtergehüpft? Ist er mit Mollo verbrannt? Ist durch seinen eigenen Mollo gelaufen? Win. 6:0 für Nip. Und Uzi und Apex versuchen hier direkt einen Turm zu bauen. Und wieder auf B.
LDLC hält scheinbar nicht so viel davon zu smoke. Sucht das Duell und geht drauf und dadurch ist B natürlich direkt weg. Der B-Spot. Einmal zu viel eingenommen, ist eigentlich ohne Katas nicht mehr angreifbar. Forest macht seine Sache gut, hat Katas direkt abgedeckt. Uzi. Und LDLC, ja, kann es eigentlich direkt sein lassen. Da geht schon die Jagd auf die Jungs am T-Spawn los. Get right. Uzi auf der Rampe mit der leichteren Position. Und ich denke, die Schweden haben hier... Ah, jetzt muss angefangen werden zu smoken, ganz klar. Eigentlich schon vor mehreren Runden. Und wir haben es gesehen, wie Nip darauf gepocht hat, dass vielleicht da wieder die Smoke nicht kommt, dass man den Frag setzen kann und dann raufgehen kann. Uzi entscheidet sich zu pushen. Und da kommt Kali. Schöner Frag gegen Freeberg. Kann sich in Ruhe zurückziehen. Die Smoke of Codes verzögert, da möchte niemand durchlaufen. Ich denke, es bahnt sich was auf lang an. Für Flaren ist unterwegs. Da steht Maniac für Flaren. Kann den Frag nicht setzen. Maniac muss eigentlich wegbleiben. Das macht er gut. Zeigt sich nicht, wartet auf Backup. Und Kali kommt und gibt es ihm. Get right. Ja, da kommt denn. Was will er hier tun? 1:7, erste Runde für LDLC. Es wird Zeit, es wird richtig Zeit für die Franzosen, dass sie jetzt hier ein bisschen am Rad drehen. Schön gespielt von Maniac und Kali da anlang. Jo. Der Crank-Idea, der kann sich direkt komplett verabschieden. Den brauchen wir nicht wiedersehen. Der trägt nichts zum Twitch-Chat bei. Zumindest nichts Positives. Und Fifflaren. Und da links steht Apex. Ich denke, dass sie versuchen werden, hier ein B-Split oder ähnliches zu spielen. Und Apex hat alles Recht und auch alle Rechtfertigung hier zu versuchen, offensiv zu gehen, ja. Aber Nip steht noch so gestaffelt, kommt. Forest hat oben Mitte gedeckt. Acht zu eins. LDLC muss definitiv in der nächsten Waffenrunde ein bisschen was ändern. Denn sonst sieht es hier ganz übel aus. Jetzt erstmal mit Pistols unterwegs. Maniac. Schön von Exist. Aber die Franzosen sind gefährlich mit der CZ, das haben wir immer wieder gesehen. Aber
Nip macht das gut, Forrest. Kali hat die Gelegenheit bekommen und hat sie auch genutzt. 9:1. Und wenn er die LC jetzt nicht aufdreht, dann sehe ich hier ganz schwarz. Jetzt ja deutlich mittellastiger aufgebaut. Oder B-lastiger, besser gesagt. Happy und Uzi zu zweit und haben wieder nicht gesmoked. Zwei Mann auf lang. Und eigentlich geht es, liegt es ganz stark daran, dass sich LDLC hier picken lässt, bevor überhaupt was passiert. Und jetzt sind sie auf kurz. Mit rein, Uzi ist nicht angesagt, aber Getright hat ihn gedeckt von hinten. 45 Sekunden. CTB Smoke. Jetzt geht's rauf. Apex unten völlig blind. Und ist durch die Smoke durchgewieselt. Freeback hat sich Tatsache umgedreht. Maniac, der letzte Verbleibende bei LDLC. Und kann eigentlich nahezu überhaupt nichts tun. Von hinten hat Getright auch schon abgedeckt. Aber Maniac tritt die Flucht nach vorne an. Was bleibt ihm alles übrig? Forest Dawn. Und da sind 10 AP bei Xist. Und trotzdem gewinnt Xist das Duell. 10:1. Nipp. Ja. Nip nimmt hier wirklich. Ich weiß nicht, wie ich das zu Ende führen soll. Auf jeden Fall sieht es ganz, ganz deutlich aus für Nip. Ja. Keine Gnade. Könnte man es vielleicht nennen. Schöner Argo. Hat viel wieder davon abgehangen, dass Tatsache nochmal zurückgeguckt hat. Für Flaren entscheidet sich hier gegen die Echo nicht rauszugehen. Vielleicht doch die richtige Entscheidung. War als Backup gedacht für Forrest. Oh Gott. Passiert. Forrest geht raus. Schön von Apex, aber es ist vergeblich. Maniac ist gefährlich mit der CZ, aber kann nicht viel ausrichten. Gegen 4, selbst wenn er Getright geholt hätte. 11:1. Forrest mit raus, hat natürlich wieder ein Loch in die Deckung gerissen. Kali ist abgesmoked, letzte Verbleibende auf B ist Uzi und der muss jetzt hier sich gegen zwei Seiten behaupten. Schöne Flash gegen ihn, Exist in der Mitte. Und jetzt nur noch Kali und Maniac. Gegen 4. Wir sind ein bisschen unnötig von Freeberg. Auf langes Getright, der muss eigentlich schauen, dass er hier ein kleines bisschen für Aufmerksamkeit der LDLC-Spieler teilt.
Catrail geht auf die Jagd. Weiß ich nicht, warum man da mit dem Messer rumläuft. War ja ein bisschen zu erwarten, dass Kali da irgendwo in der Nähe steht. Schneller Pick lang. Forest erfolgreich gegen Maniac. Damit wieder direkt ein riesen Loch in die Deckung der Franzosen. Apex kann einen kurzen Frag setzen gegen Getright. Der ist alleine durchgegangen. Und Kali mit der AWP. Die Flash müsste ihn auf jeden Fall killen. Jawohl. Und Apex hat ihn im Sprung erwischt. Bombe down. Sie ist mit der Aufgabe gegen 3 hier anzutreten. 12:2. Zweite Runde für LDLC. Eines maximal noch zu holen. Es wäre hier äußerst schade, wenn wir ein so deutliches Match sehen. Forrest ist kurz durch. 6 HP bei ihm. In der Mitte Exist gegen Uzi. Happy kommt wahrscheinlich zu spät, um da noch was anzugreifen. Apex hat Probleme, den zweiten Frag zu machen. Kali hat nachgeholfen. Und Happy gegen Getright. 18 HP bei ihm. Kit ist vorhanden. Zeit auch genug. Es entscheidet sich hier natürlich im direkten Duell. Wer trifft? Und es ist Getright, 13:2. Und Nip hat gute Voraussetzungen, in das Finale gegen Navi sich zu schießen. Zwischen ihnen und dem Finale liegen noch 3 Runden, die sie holen müssen. Und LDLC hat so stark angefangen. Und auch auf Nuke eigentlich nicht schlecht gespielt. Aber Nip war einfach zu stark. Aber jetzt auf das 2. Muss man ganz klar sagen, spielt Nip deutlich besser. Und LDLC hat viele, viele taktische Fehler auch gemacht. Exist. Freeberg. Aber Maniac droht auf B durchzubrechen. Maniac gegen Freeberg. Ah, was ein Krampf. Beide haben da ordentlich verschossen. Und 3:2. Letzten bleiben LDLC. Oh, da haben wir Abspracheschwierigkeiten. Ich glaube, sie haben sich nicht getroffen. Maniac hat im Blick, dass Getrider da von oben kommt. Kann den Frag nicht setzen. Getrider. Sekunden, Happy gegen 3 und da links, den kann er nicht auf dem Schirm haben. Oh, Exist hat sich überlegt zu messern. Man hat es ihm angesehen, wie sehr er den Knife Kill eigentlich wollte, aber hat er natürlich gemerkt, dass da deutlich zu schnell. Wow, das war ein netter Lag. Ich weiß nicht ganz, ob der bei mir war. Man hat ihm angesehen, dass er natürlich den Knife Kill gerne gemacht hätte. Aber der da viel zu schnell rausgelaufen ist.
Ja, 14 zu 2. Der DLC zieht alle Register, versucht es nochmal direkt zu kaufen. Alles Geld ausgegeben. Jetzt der Versuch mit raus. Ein paar Flashes sind vorhanden. Get Right, nur einer. Freeberg auch nur einer. Und der letzte auf B ist Forrest. 5er Paper Maniac. Oben Mitte kommt Fifth Laren. Fifth Laren sollte auf jeden Fall down gehen, jawohl. Und Forrest konnte sich durchmogeln bis in die Ecke. Und wenn wir uns die AP-Zahlen von LDLC angucken, dann sehen wir ganz deutlich, dass ein Frag auf jeden Fall reichen würde bei Forrest. Und er hat eine gute Chance hier mit dem Spraydown beide niederzustrecken. Schauen wir mal. Jo. Das war nicht schwierig. 15 zu 5 für NIP. Letzter Versuch für LDLC. Die stehen natürlich mit dem Rücken zur Wand. Geld ist nicht vorhanden. Scout bei Kali. Gegen Uzi hat ein bisschen versprayt. Nochmal für Flaren. Und dahinter steht der Gesicht auch noch breit. Für den Fall, dass für Flaren down geht oder verschießt. Das war der Scout-Hit. Schöner Hit von Kali, wenn das eine bessere Waffe wäre. Happy gegen 5. Das war das. 16 zu 2. Der Endstand auf Map Nummer 3. NIP qualifiziert sich für das Finale. Muss jetzt gleich dann um 20.30 Uhr gegen Navi ran. Darauf bin ich gespannt, dass die Jungs hier